Ja, ich wünsche mir für meinen Bezirk, dass wir eine Gesellschaft leben, die auch multikulturell gestaltet sein sollte, dass wir nicht nebeneinander, sondern miteinander leben und uns auch austauschen. Dass wir auf dieser Basis zum einen unsere Demokratie weiter beleben können und ganz nebenbei unsere Freundschaften, unser Miteinander auch ausbauen können und pflegen. Des Weiteren wünsche ich mir, dass das Wohlgefühl, sprich Sauberkeit, Ordnung, Sicherheit weiter aufrechterhalten bleibt und auch gelebt wird von jedermann und wir hier eine gute Aufenthaltsqualität haben, wo man sich gerne aufhält und eben auch sich miteinander trifft. Des Weiteren wünsche ich mir, dass unser Bezirk weiterhin auch in allen anderen Belangen lebhaft bleibt und sich entwickelt, sich der Entwicklung durch Neubaugebiete und Ähnliches anpasst, wenn es geht, sogar im Voraus schon dorthin tendiert, dass man im Vorfeld schon neue Nutzungen anregt. Ich wünsche mir, dass unsere Vereine weiterhin Bestand haben und dass wir auch die Angebote, die über Vereine eingestellt werden, auch gut aufgenommen werden. Ja, das Besondere ist eigentlich, dass wir eine sehr gute Infrastruktur hier haben. Wir haben konzentriert unsere Einkaufsflächen, wir haben schöne Naherholungsflächen, wir haben viel, was Sport angeht. Wir haben 3 Fußballsportanlagen mit Kunstrasenplätzen, Allwetterbad. Wir haben die schöne Rheinaue, die Rheinfähre. Wir haben auch reichlich Arbeitsplätze hier, zwar nicht mehr in Großbetrieben, aber doch viel Kleinteiliges. Ja, die schulische Bildung, der Standort und Kindergärten sind ebenfalls zurzeit in ausreichender Anzahl vorhanden. Und die Menschen sind eben sehr herzlich. Also mein Lieblingsplatz ist tatsächlich hier, wo ich stehe, vor der Heiligen Barbara vom Bezirksamt Walsum, weil er für mich immer noch das Zeichen dafür ist, wie ist Walsum in der Infrastruktur gewachsen. Denn es ist belegbar, dass durch Bergbau und durch immer größer werdende Anzahl an Arbeitsplätzen und Ausbildungsplätzen die Infrastruktur natürlich ausgebaut wurde. Denn wir wissen, wo Geld verdient wird, wo sich Menschen niederlassen, kann Geld verdient werden. Und entsprechend wurde dann natürlich hier die Geschäftswelt, die Bankwelt, das Krankensystem ausgebaut. Und das, glaube ich, haben wir dem Bergbau zum großen Teil mit zu verdanken. Und da ich tatsächlich auch aus dem Bergbau komme und ich dort auch meine Heimat gefunden habe, möchte ich damit eigentlich auch abschließen.